Ja, nanu, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Starbound. Juhu, es geht endlich weiter. Juhu, 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 juhu. Wir alle freuen uns, dass es endlich mal wieder weitergeht. Jetzt ist ja mal so ein bisschen alles rum und vorbei. Und jetzt ist auch Cry of Fear auch in den letzten Zügen. Und jetzt kann man auch sagen, jetzt können wir uns wieder dieses Spiel hier widmen. Und wir wollten in den Beta-Sektor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Karte letztes Mal gebaut habe. Ich muss mal kurz gucken. Nein, habe ich nicht. Ich brauche Eisen. Und ich glaube, wir hatten das Problem, dass ich nämlich kein Eisen mehr hatte. Habe ich recht? Wie viel brauche ich denn dafür? Ja, wie viel brauche ich denn dafür? 5! Und oh, das ist natürlich jetzt Pech, ne? Mist. Und ich brauche auch Kohle. Also, es ist jetzt nicht völlig umsonst. Komm, wir beamen. Habe ich da oben noch was drin? Ach, da habe ich Bomben drin und Samen und alles Mögliche. Was habe ich denn für eine Silberpickaxe? Kann ich mir... Nein, ich kann mir keine Goldspitzhacke machen. Dann beamen wir uns mal runter. Juhu! Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich schon einen Heimatplaneten gemacht habe. Weil das ist ja, wie schon gesagt, relativ lange her. Aber ihr selber habt es ja auch mitgekriegt, wie lange die Folgen mal ausgesetzt haben. Yeah! Oh, das macht richtig Spaß, jetzt endlich mal wieder Starbound zu spielen. Das habe ich jetzt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe so lange nicht gespielt, so lange, wie ich auch nicht aufgenommen habe. Also es ist schon etliche Zeit ins Land gegangen. Oh, cool. Komm, die hauen wir jetzt mal. Wie, die hauen ab vor mir? Okay. Komm, wir nehmen die Pepperoni mal mit. Man weiß ja nie, ob man die mal braucht. Und da ist ein bisschen Kupfer und da ist Kohle. Komm, die Kohle, die hole ich mir da raus. Diesen Planeten wollten wir auch nicht als Heimatplaneten machen, wenn ich das noch richtig alles weiß. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden, das Ganze. Oh, Kiste! Naja. Es ist zwar nicht so das drinne, was ich vermutet habe, aber immerhin haben wir jetzt eine Kiste. Ein bisschen was an Pixeln haben wir auch gekriegt, aber... Naja, das ist jetzt nicht so das Wahre, würde ich sagen. So, wir müssen mal gucken, ob wir nicht irgendwie... Habe ich letztes Mal diese Gehirne hier auch angesprochen? Ich weiß ja nicht. Also wir sind auch anscheinend auf dem Gehirnmassenplanet. Oh! Schweinchen! Und es ist tot. So, dann machen wir hier mal runter. Igitt, giftgrüne Masse. Dieser Hammer ist cool. Ich glaube, den hatte ich gefunden. Oder habe ich mir den gecraftet? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh. Also diese Monster... Ach, das war so eins, was zaubern kann, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber das hat nicht gezaubert. Warum ist hier so spannende Musik? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein bisschen Silber. Was ist denn das da rechts? Okay, ich bin gespannt, was das ist. Wir werden es gleich erfahren. Oha. Oha. Oha, ich mach mal kurz was, damit ihr das mal ein bisschen besser seht. Wie war denn das? Ich mach mal auf 2. Seht ihr dieses Riesending? Das ist von denen da, die da drinnen sind, so ein Bauwerk. Ich mache erstmal wieder auf Nahranzoomung, weil ich spiele das so ungern, wenn das so weit weg ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Komm her! Oh. Die sind aber jetzt nicht unbedingt stark. Oh Gott. Au! Okay, wenn er mich erstmal trifft, dann ist er stark, aber... auch nicht so sonderlich. Sind hier noch welche? Hey, Freunde! Kommt her! Und Bams! Und Bams! Und Bams! Also wirklich was aussetzen können sie nicht. Komm, wir gehen da jetzt mal rein. Da gibt es bestimmt ein paar Geheimnisse, die wir... lüften müssen. Ein Vogel! Oh, oh. Oh, ich hätte mir mal Bandagen machen sollen, ne? Wie viel kann ich denn machen? 19 Stück, komm. Die mache ich auch. Die werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Ich höre hier irgendwas Segenartiges. Boah! Oh mein Gott. Den schießen wir mal ab.
wenn ich mal treffen würde. Wie viel gibt's denn davon? Ha, getroffen. Er hat einen Knochen verloren. Ey, wie viele Vögel gibt's denn hier? Komm her. Tschu. Der hat auch einen Knochen verloren. Der bestimmt auch. Yeah. Ich habe keine Fackeln mehr. Oh oh. Das ist ein bisschen schlecht. So ohne Fackeln hier rumzulaufen, das können wir ja niemandem zumuten. Fackel, 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 Fackel. Da haben wir Fackeln. Die packe ich mir jetzt hier mal oben rein. So. Ist ja mal schön, dass wir mal was Neues finden. Was ich zumindest noch nicht so unbedingt gesehen habe. Ha! Aua! Du bist mir doch ein bisschen zu nahe gekommen. Und er ist tot. Oh, was ist das denn hier? Cool. Wollen wir das mitnehmen? Ich finde das schön. Außer, warum kann ich denn den Hasen nicht mitnehmen? Okay, es fängt an zu wackeln. Ach du Schande, dauert das lange. Wir hauen da drauf, wir hauen da drauf, wir hauen da drauf. Ja, es passiert doch nichts, wir hauen da drauf. Hallo? Das Häschen fängt schon richtig an zu vibrieren. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber gut. Na no. Es kann doch nicht so jahrelang dauern, bis das mal abgebaut ist. Dann machen wir am besten noch so eine Kiste, wo wir diese ganzen Sachen von diesen, ja, von dieser Kultur hier reinpacken. Schnarch. Wie lange haue ich da jetzt schon drauf? Gefühlte 2 Minuten? Ach du Scheiße. Okay, das nächste, das werde ich nicht nochmal mitnehmen, weil das dauert ja viel zu lange. Das hebt gleich ab, so wie das aussieht. Na los! Kann doch nicht so schwer sein. Ich habe bald keine Lust mehr. Boah! Das hat aber wirklich lange gedauert. Wenn ich mal bedenke, dass man die Sachen so einfach mitnehmen kann. Ich gehe mal kurz hoch. Nee. Komm, ich geh runter. Der Vogel ist Matsch. New Blueprint? Was habe ich denn für ein neues Blueprint gekriegt? Boah. Oh, da kann ich reingucken. Cool. Hier hört die Musik auf. Wollen wir uns Gräber mitnehmen? Ist das ein Grab? Weiß ich gar nicht. Was habe ich denn für ein Blueprint gekriegt? Keine Ahnung. Muss ich wahrscheinlich mal gucken. Ich nehme das hier einfach mal alles mit. Man weiß ja nie. Klauen tue ich eigentlich ungern, aber das muss mal sein. Wir müssen ja mal alles in den Blueprint-Drucker. Ich meine in den. Was war denn das gerade? Au! Der hat ein Holzschwert verloren. Das ist doch bestimmt nichts wert. Oder? Was ist denn das für ein Schwert? Blitze? Oder was kann das? 11 DPS. 8 Damage per Swing. Und es ist sogar auch noch schneller im Zuschlagen. Also werde ich natürlich die Waffe nehmen. Mal gucken, was sie kann. Cool. Rechtsklick ist Vergiften. Linksklick ist dieses Elektroschock-Zeug. Finde ich richtig schön. Komm her! Oh. Das haut aber mal mächtig rein. Yeah. Vor allen Dingen, die Waffe ist so riesengroß, ne? Mein Charakter so klein. Dieses Ding so riesengroß. Was bewirkt diese Schalttafel? Also wenn ich einmal drauf drücke, fängt es an zu blinken. Wenn ich nochmal drauf drücke, hört es auf mit blinken. Ich nehme das einfach mal alles mit. Ist da irgendwas drin? Bücher, Pixel. Und ein bisschen Fleisch. Ich will gar nicht wissen, wie lange das da schon drinnen liegt. Was wir noch bräuchten, wäre so eine Art Kühlschrank.
Aber es gibt doch, glaube ich, Kühlschränke. Das wäre also jetzt mal nicht, gar nicht mal so schlecht, wenn wir Kühlschränke irgendwo herkriegen könnten. Oder wenn wir uns die vielleicht craften. Da unten. Oh, was ist denn das? Was zum Teufel ist denn das? Ja, warum nicht? Jetzt sehe ich halt aus wie so ein... Ich habe mir mal eine Tüte auf den Kopf gezogen, weil ich so hässlich bin. Das macht man heutzutage so. Jetzt sehe ich aus wie so ein Tütenkopf. Ich muss mich ja schämen wegen meinem Aussehen. Deswegen zieht man sowas an. Auch nicht schlecht. Yeah! Die Trommel nehme ich mal mit. Oh oh! Also Skorpion ist ein bisschen blöd. Das fängt so cool an zu blinken, wenn ich das aktiviere. Ich nehme das einfach mal mit. Da kann man sich vielleicht eine ganz coole Schalttafel und alles rausbauen. Was? Support Beam? Ah ne, das Häschen, das lasse ich mal hier. Das dauert zu lange. Warte mal. Wenn ich mir das hier hinstelle... Wie heißt denn das Ding? Das ist eine Flame-Konsole? Large SS-Penne. Ich werde das mal kurz hier nochmal hinpacken. Hm. Passieren tut ja nichts. Egal. Boah! Was? Der Skorpion hat mich umgebracht? Das war jetzt ein Scherz. Naja, man muss halt mal darauf achten, was man tut. So, da in die Truhe. Da packen wir mal alles rein, was ich jetzt gerade gefunden habe. Ich hoffe, das passt da alles rein. Oh, meine Waffe wollte ich da aber nicht reinpacken. Ja, ich würde mal sagen, die ist ein bisschen überfüllt schon. Na toll. Ich muss mir jetzt erstmal sowas bauen. Wie war denn das? Waren das die Wood-Plattformen? Ja, das waren die Wood-Plattformen. Wo packt er die hin? Da sind sie. Dann packe ich die mal da hoch und dann packe ich hier mal ein bisschen was dran. So, habe ich noch eine Kiste? Wahrscheinlich nicht. Ja, warum denn auch, ne? Jetzt packe ich das erstmal hier unten rein, damit ich erstmal wieder ein bisschen Platz habe. Was ich ja an Starbound richtig schön finde, muss man dazu sagen, ist, dass man hier so viel, ja, so viel bauen kann, ne? Ah, ich habe noch keinen Haum. Okay. Also, dass man sich eigentlich so eine richtig schöne Ausstattung machen kann. Wohnausstattungen, pipapo. Wir müssen uns halt noch eine richtige Wohnlocation suchen. Oh, ich habe Fleisch gefunden. Die greifen natürlich an, das ist immer klar. Aber mit diesem Schwert ist das kein Problem mehr. Wir haben ja hier so eine kleine Fernkampfattacke drin, ne? Gut, ein paar Pixel sind immer gern gesehen. Oh, wie viel sind denn jetzt hier auf dem Weg? Aber ich glaube, ich war fertig, ne? Mit dem Tempel, oder? Täusche ich mich jetzt? Oh, zwei auf einen Streich. Ich glaube, ich war durch. Ich könnte mich jetzt aber auch täuschen. Ich gehe da jetzt einfach nochmal runter. Juhu! Oh. Ja, ich war nämlich links noch nicht. Ich meine rechts noch nicht. Dieser Skorpion, ne? Wenn der da jetzt noch ist. Da ist er. Schön tot. Der hätte mir natürlich die Pixel ein bisschen geklaut. Komm, ich nehme mir mal diese Sägen da unten mit. Kann ich mir die mitnehmen? Tatsache. Oh, nein! Oh, voll reingefallen. Das war nicht geplant eben. Nein! Scheiße, was tue ich denn hier für eine Scheiße? Ja, schön. Doofheit muss bestraft werden. Jetzt habe ich nämlich keine Pixel mehr.
Mist! Ich bin auch so bekloppt. Ich bin so bekloppt. Bekloppt. Tralalala. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf komme, aber... wahrscheinlich einfach so. Naja, ein paar Pixel gibt's jetzt wieder. Aber nicht gerade viel. 10 Pixel? Nee, gut, wenn wir in den Beta-Sektor kommen, dann werden wir sowieso mehr kriegen. Aber erstmal dahin zu kommen, das wird lustig. Dum-dum-dum-dum. Wir laufen in die Richtung, damit uns besser geht. Und springen jetzt hinunter, um uns Knochen zu brechen. Ich sollte auch mittig darunter gehen, sonst habe ich ein Problem. So. Da ist ja einer. Hallöchen. Stirb. Na endlich, 160 Pixel. So viel Pixel wollte ich schon immer mal haben. Und das kann ich ja wieder mitnehmen, das Zeug. Yay. Da habe ich ja schon was in der Truhe von. Da habe ich ja dieses andere Zeug. Schleim. So, jetzt habe ich ein Stimpack, aber ich habe wieder mal keine Fackeln. Das ist wieder so ein kleiner Nachteil an der ganzen Geschichte. Man sieht nämlich nichts. Schnell die Fackeln hier oben rein. Und Licht. Für Licht sorgen. Ach komm. Ah, ist da was drin? Hier, yeah. Knochen. Ich weiß noch nicht mal, wofür ich die brauche. Ich nehme mir hier einfach mal alles mit. Weil ich so ein klaugieriger Kerl bin. Was ist da drin? Ah, na toll. Auch nicht wirklich was. Das war's? Wofür bin ich denn hier nochmal zurückgelaufen? Hm. Gute Frage, nächste Frage. Höpp! Und wir gehen wieder hinauf. Bei heiterer Musik. La la la. La 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 la. Oh, hier hinten ist ja ein Teil Wüste. Oh, Schweinchen Dick. Er ist euer Freund, Schweinchen Dick. Jetzt nicht mehr, aber vorher schon. Kennt eigentlich noch jemand Schweinchen Dick? Also ich weiß nicht, die heutige... Also ich sag jetzt mal die... ja, wie sollte man die Generation jetzt nennen? Generation nach 2000? Könnte man eigentlich nennen, ne? Die kennen Schweinchen Dick nicht mehr. Das ist doch schon irgendwie erschreckend. Looney Tunes. Für gefährdete Kinder. Das, also zumindest war das früher. Sowas, was, ja, ne? Aber trotzdem, die Serien, besser gesagt, diese Zeichentrickserien, das waren noch richtige Zeichentrickserien. Looney Tunes und wie sie nicht alle hießen. Mickey Mouse. Mittlerweile, es gibt ja jetzt, das vierte, ne? Das wurde ja jetzt irgendwie mal ge... Scheiße. Ja, genau. Es wurde irgendwann mal Scheiße, genau. Das passt genau dazu, was ich gerade sagen wollte, weil ich wollte über Scheiße reden. Nein. Den Sender Tele5 würde ich jetzt schon sagen. Das vierte haben sie ja weggenommen. Dafür haben sie ja jetzt so eine Art Disney Channel. Oder besser gesagt, der heißt ja auch Disney Channel. Den haben sie jetzt dafür hingepackt. Ich frage mich ja... Weil ich kann mich noch erinnern an den, also als sie den richtigen Disney Channel, den man über Sky abonnieren muss, präsentiert haben. Ich kann mich noch erinnern, zu der Zeit lief, also als sie angefangen haben, auch noch die alten Sachen auf dem Disney Channel. Mittlerweile laufen die da echt selten. Da läuft eigentlich fast gar nichts mehr. Außer halt abends mal diese Serienkracher. Ich keine Ahnung, wie lange das geht. Ich glaube 5 Stunden oder so. Läuft dann 5 Stunden eine Serie und vor allen Dingen so die alten Sachen, DuckTales, Pipapo, gucken sogar, es gucken eigentlich viele, muss ich sagen, habe ich mal festgestellt.
Weil das ja noch diese richtigen Serien sind. Vor allen Dingen, da kann man noch an die, also an die Kindheit denken und solche Sachen. Aber dann irgendwann ging ja diese Generation los. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wie heißen diese ganzen Serien? Also es sind ja keine Zeichentrickserien mehr zum Teil. Dann kam hier, ja, wie hieß es denn jetzt? Hier, Hannah Montana und wie dieser ganze Kram nicht alles hieß. Was ich eigentlich schon... Oder hier Hotel Zack & Cody. Ich mache hier voll Werbung gerade für. Aber ich muss sagen, ich finde diese Serie nicht so toll. Ich finde die irgendwie bescheuert. Das soll ja sowas sein wie... Ja, es soll zum Lachen sein, aber irgendwie finde ich das nicht zum Lachen. Ich finde das echt zum Schämen. Ja, und was ist denn das da? Gelbe Viecher. Elektrisierende Viecher. Was wollte ich denn jetzt... Ah, Eisen! Ich glaube, bevor ich hier weiterquatsche, ne? Ich sehe nämlich gerade so auf die Uhr und es sind schon wieder 21 Minuten rum. Und dann würde ich sagen, wir erzählen hier weiter in der nächsten Folge. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir dann schon in den Beta-Sektor wandern, weil ich suche gerade mal so ein bisschen nach Rohstoffen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse jetzt, ne? Na gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!